Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich heute in der Nähe von Dahlem und ich gehe die Eifelschleife Berker Wald. Die Strecke ist 4 Kilometer lang und führt mich über rund 82 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran.
Ja, was wäre eine schöne Wanderung ohne ein gutes Bier? Und da probiere ich heute etwas, was mir die liebe Anja geschickt hat. Und zwar ein gutes Saarbrücker Hell. In diesem Sinne, Anja, Santé. Ja, lecker, mild, süffig, schmeckt mir gut. Vielen Dank, Anja. Merci beaucoup. Ich befinde mich kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und komme daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als einen kurzen Spaziergang, der größtenteils am Waldrang entlang führt. Man geht meistens auf breiten Wegen und man genießt hier und da eine schöne Aussicht. Als Tipp hätte ich für euch, dass ihr gerade momentan aufgrund der Rodungen im Mittelteil euch festes Schuhwerk anzieht, denn sonst könntet ihr im Schlamm versinken. Außerdem würde ich sagen, dass der Weg sich dafür anbietet, wenn ihr zum Beispiel eine Runde mit dem Kinderwagen gehen wollt oder ihr eine Gassi-Runde sucht oder vielleicht auch eine Strecke zum Joggen. Allerdings würde ich das auch hauptsächlich für Leute ans Herz legen, die hier in der Gegend wohnen. Als Kritikpunkt hätte ich anzumelden, dass man im Mittelteil einmal über eine Straße laufen muss. Das ist einerseits ein bisschen gefährlich und andererseits muss man da eben über Asphalt laufen. Und wie eben schon angesprochen, gibt es momentan auch viele Rodungen. Was mir hingegen gut gefallen hat, das waren immer wieder die schönen Aussichten und, wenn man jetzt mal von den Rodungsarbeiten absieht, die schöne Ruhe im Wald. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von mir 4 von 10 Punkten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch weiterhin Wandertipps erhalten möchtet, dann wisst ihr, worüber ich mich freuen würde. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.